Beton. Alles aus Beton. Mach das Fenster auf, ich seh nur Beton. Beton, aber auch Asphalt und Ziegel sind die wesentlichen Baustoffe in Wien. Ihr negatives Image verdanken sie der Flächenversiegelung aufgrund expansiver Bautätigkeit in den letzten Jahrzehnten. Mach das Fenster auf, ich seh nur Beton. Auf der anderen Seite werden sie meist ohne große Transportwege hergestellt und verbaut. Und sie eignen sich auch bestens zur Wiederverarbeitung. Ganz Wien, Ader, alles aus Beton. Beton, Beton. Aus Banner, Löwe, brr, bis zur Sezession. Ja. So stellt sich weniger die Frage, ob, sondern vielmehr wie minerale Baustoffe zukünftig in Wien zum Einsatz kommen werden. Alles aus Beton. Ja, das ideale Haus für die Stadt Wien ist das, das schon gebaut ist. Tatsächlich geht es darum, das, was wir haben, mit dem, was wir haben, sorgsam umzugehen, darauf aufzubauen. Was man tatsächlich noch überlegen kann, sind vorsichtige Nachverdichtungen. Wir haben zum Teil Bereiche, wo wir sehr großzügige Zwischenräume zwischen bestehenden Gebäuden haben, dort mit Bedacht nachzuverdichten, ist, glaube ich, für die Stadt ein optimales Konzept. Ein Beispiel für das gelungene Schließen einer Baulücke findet man mit der Wohnhausanlage Wiental-Terrassen in Penzing, nahe der Westeinfahrt. Ja, als wir hier dieses Projekt gestartet haben und auch Kollegen und Nachbarn erfahren haben, dass wir hier bauen werden, haben die gesagt, wo baut ihr da? Weil da gibt es ja in Wirklichkeit keinen Grund. Und in Wirklichkeit war das eine verwilderte Nebenfläche der Westbahn, wo es früher einmal Remisen für die Bahn gegeben hat. Also man konnte sich bis kurz vor Baubeginn nicht wirklich vorstellen, dass man hier eine Wohnungsanlage, hier in unserem Fall mit 300 Wohnungen, auch neben uns eine Wohnungsanlage mit 150 Wohnungen und einen Schulcampus, den Schulcampus Wien-West, hier auf dieser Fläche errichten kann. Errichtet wurde die Wohnhausanlage mit Beton. Beton war vor allem nach 1945 der zentrale Baustoff für Bauvorhaben in Wien. Waren so manche Projekte in der Nachkriegszeit technisch durchaus innovativ, so konnten sie oft in ihrer Gestaltung und Ausführung wenig überzeugen. Und noch eine gute Idee hat sich durchgesetzt. Der erste, in der Fabrik hergestellte Gemeindebau ist fertig. Bürgermeister Jonas beaufsichtigt das Einpassen der letzten Betonplatte. In der Fabrik werden die einzelnen Teile gegossen und montagefertig zur Baustelle gebracht. In einem Bruchteil der Zeit, welche die übliche Bauweise beansprucht hätte, werden in Kürze nicht weniger als 5000 neue Wohnungen entstehen. 1800 Wohnungen sind schon jetzt im Bau. Auch wenn die Urheber vieler dieser Wohnhausanlagen schon bald nach Fertigstellung kritisiert wurden, letztlich wurde die fehlende Qualität der Bauvorhaben vor allem dem Baustoff Beton angelastet. Von Betonien war bald in Bezug auf seelenlose Neubauten die Rede. Und das Zubetonieren wurde generell zum Synonym für die Zerstörung von Naturraum. Dabei besteht Beton mit 85% Sand und Kies und dem Bindemittel Zement so gut wie zur Gänze aus Mineralrohstoffen. Darüber hinaus hat Bauen mit Beton eine lange Geschichte und kann mit namhaften Bauwerken der Architekturgeschichte in Verbindung gebracht werden. Beton gibt es schon seit Jahrtausenden. Die alten Römer haben schon begonnen, vor mehr als 2000 Jahren ihre Infrastruktur mit Vorgängerprodukten sozusagen zu errichten. Ob das Hafenmauern waren oder das Pantheon in Rom, all das wurde mit Beton hergestellt. Das ist auch der große Vorteil vom Beton, ist die Beständigkeit über viele Jahrhunderte und sogar Jahrtausende. Die Zutaten für Beton stammen allein schon aufgrund ihres Gewichts, zumeist aus der näheren Umgebung der Betonwerke. Und diese müssen sich immer im Umfeld der Baustellen befinden. Kurze Wege sind beim Beton aus zwei Gründen wichtig. Das eine ist, Beton hat eine kurze Verarbeitungsdauer.
Das heißt, er muss nach 90 Minuten eingebaut werden. Deswegen kann man ihn nicht weit transportieren. Und das Zweite ist, dass er auch sehr schwer und massig ist. Deswegen wollen wir den Beton auch nicht weit transportieren, beziehungsweise wäre es sehr unwirtschaftlich, ihn weit zu transportieren. In Wien selbst gibt es gleich mehrere Betonwerke. Eines davon steht in Erdberg. Der Vorteil an dem Standort hier direkt in Wien ist, dass wir einen Bahnanschluss haben und dadurch die Rohstoffe direkt mit der Bahn anliefern können. Und nur die letzten kurzen Wege mit dem LKW zur Baustelle transportieren müssen. Mit dem Beton aus Erdberg wurden in den letzten Jahren gleich mehrere größere Bauprojekte im Osten der Stadt realisiert. So zum Beispiel auch die sogenannten Triple Tower am Donaukanal. Generell ist Beton bei Bauprojekten kaum mehr wegzudenken. Na, Beton ist ein sehr vielseitiger Baustoff. Er hat sehr hervorragende Produkteigenschaften. Er ist sehr gut formbar. Er hat durch sein großes Gewicht auch eine große Speichermasse. Und diese Speichermasse kann man sich im Bauwerk auch zunutze machen. Wenn der Baustoff Beton eingesetzt wird, dann ist es sinnvoll, bei der Errichtung von Gebäuden gleich das Energiesystem mitzudenken. Das heißt, da gibt es die Möglichkeit der thermischen Bauteilaktivierung. Das heißt, ich kann dann die Gebäudehülle oder die Decke oder die Wände dafür nutzen, um im Winter das Gebäude zu wärmen und gegebenenfalls im Sommer zu kühlen. Das haben sehr viele Bauherren schon erkannt. Gerade in Wien wurde aktuell ein sehr richtungsweisendes Projekt realisiert, ein Schulcampus, der in sich völlig energieautark durch Photovoltaik, Geothermie und Wärmepumpen ist und eben diese Speichermöglichkeiten von Beton hervorragend nutzt. Ein Beispiel für die thermische Bauteilaktivierung einer großen Wohnhausanlage ist das Projekt Wiental-Terrasse in Penzing. Ja, also wir haben hier insgesamt 60 Tiefensonden gebohrt mit bis zu 140 Meter Tiefe, mit einer Länge von insgesamt 4,1 Kilometer. Und wir nützen mittels Wärmepumpen hier den Temperaturunterschied zwischen der Temperatur unter der Erde und der Temperatur über der Erde. Und das Ganze wird mit dem Trägermedium Wasser eben durch die Wasserleitungen, die im Haus verlegt sind, gespült. Und wir nutzen eben diese Energie dann dazu, dass wir eben die Anlage im Winter mit Wärme zum Heizen versorgen können und im Sommer mit Kühle, um eben die Räumlichkeiten entsprechend temperieren zu können. Und dieses Energiekonzept kommt zur Gänze ohne fossile Energie aus. Etwas, das heute nicht hoch genug und positiv genug bewertet werden kann, wie überhaupt in Wien der Neubau im Moment schon zur Gänze ohne fossile Brennstoffe, was die Energieversorgung für Heizung und Warmwasser betrifft, auskommen muss. Hat man die thermische Bauteilaktivierung in Wien bei größeren Bauvorhaben bereits erfolgreich erprobt, in Bezug auf eine klimafreundliche Gestaltung von Asphaltflächen, steht man erst am Beginn. Bei der Wohnhausanlage Wiental-Terrassen versucht man auch hier, neue Wege zu gehen. Unterhalb der Asphaltdecke, der Gehsteige, verlegen wir ebenfalls Wasserschläuche. Dieses Wasser, das ist kaltes Wasser, das durch diese Schläuche geleitet wird, dieses Wasser wird im Sommer durch die Außentemperatur erwärmt. Gleichzeitig kühlt es aber auch die Oberfläche. Und jetzt untersuchen wir auf der einen Seite, wie sich dieser Kühleffekt auswirkt auf das Mikroklima. Und wir nützen gleichzeitig das erwärmte Wasser wieder dazu, die Tiefensonden zu generieren und wieder mit Wärme zu versorgen, die wir dann im Winter wieder verwenden können, um die Wärme für die Raumheizung verwenden zu können. So wichtig heute das Thema Energieeffizienz ist, für die Stadt Wien ist dieses Thema nicht neu. Grundsätzlich ist die Bestandsstadt immer sehr sparsam mit Energie umgegangen, einfach weil die Bereitstellung früher deutlich schwerer war. Also man hat nicht überall die Fernwärmeleitung gehabt, man hatte zum Teil keine Gasleitungen. Und da hat man mit
einerseits großen Massen und ausreichend großen Fenstern versucht, tatsächlich genug Licht in die Räume zu bekommen. Und die Wände waren so dick und so massiv, dass sie eine gewisse Dämmwirkung und auch Wärmespeicherwirkung zur Verfügung gestellt haben. Dazu dann die Kombination der Holzboden als behagliches Element und auch als Schalldämmelement hat als Gesamtkonzept sehr gut funktioniert. Zentraler Baustoff für Wien war über Jahrhunderte der Ziegel. Auch dieser wurde stets im nächsten Umfeld der Stadt hergestellt. Wien ist ja im Grunde genommen auf Ziegel gebaut. Wenn man jetzt denkt an die Gebäude der Ringstraße oder eben auch die Gründerzeitbauten, all diese Ziegel kommen ja aus den Ziegelwerken im Süden von Wien. Ziegelarbeit war am Anfang reine Handarbeit. Der Lehm wurde von den Männern aus den Gruben geholt, mit Wasser aufbereitet und dann auf den Schlagtisch gebracht. Dazu hat man so Modeln gebraucht. Man sieht da zum Beispiel, das ist ein Wienerberger, Heinrich Drasche. Da sieht man innen die Logos bereits eingearbeitet, weil das ist dann praktisch auf den Ziegel ja drauf. Die erste Arbeit war, dass man in diese Model den Sand hineingelegt hat. Das ist wie wenn man Kuchen backt, damit er nicht klebt. Und dieser Begriff Sandler, der kommt daher. Das waren die Arbeiter, die eigentlich am wenigsten für andere Sachen geeignet waren. Die haben den Sand in die Modeln hinein. Die Arbeiter waren natürlich nicht von da, sondern das waren Fremdarbeiter, wenn man so schön sagt. Sehr viele Italiener, Kroaten, Böhmen, natürlich Ziegelböhm, ist ja bekannt. Die haben dann die Arbeit gemacht. Und sehr viele Frauen. Und auch natürlich Kinder. Auch die markanten Wiener Gemeindebauten der Zwischenkriegszeit wurden mit Ziegeln errichtet. Filmisch dokumentiert unter anderem in einem Werbefilm der Roten Wirtschaft aus dem Jahr 1930. Blieben die zentralen Arbeitsschritte zur Ziegelherstellung gleich, durch die maschinelle Ziegelproduktion haben sich die Arbeitsbedingungen in den Ziegelwerken stark gewandelt. Darüber hinaus wurden die Rezepturen für die Ziegel verfeinert, um den Baustoff den Ansprüchen des 21. Jahrhunderts anzupassen. Der Lehm wird nach wie vor im Süden Wiens abgebaut. Dann lagert er rund 7 Monate und wird dann vermischt und zu Ziegeln gepresst und gebrannt. So spielt der Ziegel auch heute eine wichtige Rolle in der Bauwirtschaft, mit dem auch große Bauvorhaben umgesetzt werden. Nur weil es etwas alt ist, heißt das nicht, dass es aus der Mode gekommen ist. Ziegel ist ein sensationeller Baustoff, der seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden im Einsatz ist und absolut alle Bedürfnisse eines Baustoffes erfüllt. Er dämmt, er kann eben in zweiter Kreislaufführung Wasser halten. Es ist ein Top-Baustoff. Ja, die Ziegelbauweise hat sich in den letzten Jahren ganz massiv weiterentwickelt. Einfach um den Anforderungen an eine zeitgemäße, aber natürlich auch urbane Bauweise zu entsprechen. Und Loft Living ist hier natürlich ein ganz wunderbares Beispiel. Das betrifft einerseits die Fähigkeit, mit dem Material eben in die Höhe zu bauen. Wir haben hier 7-geschossig in monolithischer Ziegelbauweise, also ohne Vollwärmeschutz gebaut. Generell wird Ziegel von Architektinnen und Architekten als Baustoff für innovative Bauvorhaben wiederentdeckt. Es gibt sicherlich auch einen Paradigmenwechsel derzeit betreffend des Bauens, nämlich weg von einer überbordenden Technik hin zu einem sehr einfachen, simplen Bauen. Und das ist sicherlich etwas, was den Ziegel auszeichnet. Er kann Low-Tech und er ist wartungsarm und langlebig. Ein weiterer Vorteil des Ziegels bleibt seine regionale Verfügbarkeit. Ja, das Thema der Rohstoffverfügbarkeit ist natürlich ein ganz wichtiges, das auch schon sehr in der öffentlichen Wahrnehmung angekommen ist. Wir haben alle gehört von Sandknappheit, Kiesknappheit. Beim Lehm haben wir den großen Vorteil, dass er tatsächlich geradezu unerschöpflich vorhanden ist.
Sind die Lehmvorkommen an einem Standort erschöpft, dann wird die Lehmgrube renaturiert. Dabei entstehen, wie am Wienerberg, Naherholungsgebiete mit einer reichen Tier- und Pflanzenwelt. Auch wenn Wien über Lehm, aber auch Schotter- und Kiesvorkommen verfügt, so können diese in der Stadt selbst aufgrund der Verbauung nicht mehr erschlossen werden. Dafür verfügt die Stadt über andere, über die Jahrhunderte gewachsene Rohstoffreserven. Die Stadt ist ein großer Rohstofftresor. Das heißt, wir speisen immer ein und können immer etwas rausnehmen. Und die Rohstoffe können eigentlich beliebig lang im Kreis geführt werden. Ein gutes Beispiel sind die Wiener Ringstraßen, die früher die Wiener Stadtmauer waren und die essen Bauwerke und Ziegel wiederverwendet worden sind. Und so können wir eigentlich immer aus diesem Ressort rausnehmen und wieder neue hinzufügen. Mineralische Rohstoffe lassen sich eigentlich, wie man beim Ziegel sieht, beliebig oft recyceln und wieder neue Produkte erstellen. Und wir haben aktuell circa eine Recyclingquote von 90%. Aber nur 15% der Rohstoffe, die in Österreich verbraucht werden, können durch den gesamten Abriss zurückgeführt werden. Das heißt, wir haben zu wenig Abriss, um den jetzigen Bedarf decken zu können. Der Abbau verbauter Rohstoffe, das sogenannte Urban Mining, geriet vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zusehends in Vergessenheit. Heute sollte es bereits bei der Errichtung von neuen Bauwerken mitbedacht werden. Ganz grundsätzlich ist es immer notwendig, dass Materialien möglichst trennbar und sortenrein vorliegen. Dann können sie so im Recycling sozusagen auf demselben Niveau wiederverwenden. Wien hat ein sehr großes Aufkommen an Recyclingbetonen, wo eine Recyclingquote von sich wahrscheinlich 100% erreicht wird, ja, zum jetzigen Zeitpunkt. Das heißt, Betone werden eigentlich permanent wieder rausgenommen aus dem Rohstofftresor Stadt Wien und wieder zurückgebracht in den Rohstofftresor in Form anderer Produkte. Wir arbeiten jetzt gerade daran, eben für Hochleistungsbetone ihn wieder so aufbereiten zu können, als wäre er ein Naturrohstoff. Wenn ich von vornherein dann, wenn ich ein Gebäude plane, schon mitdenke, den Rückbau oder dass ich möglichst viel verwende, dann tue ich mich natürlich am Ende der Lebensdauer eines Gebäudes leichter, das auch wirklich umzusetzen und dann auch die vorhandenen Ressourcen wieder für was Neues zu nutzen. Die Halle ist für nahezu alle Ballspielarten und für alle Hallendisziplinen der Leichtathletik geeignet. Dazu kommt eine Radrennbahn mit überhöhten Kurven, die rund um das Spielfeld läuft. Gerade beim Abriss von Bauten der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, wie dem Ferry-Dusiker-Stadion, ist es oft nicht so leicht, die verbauten Rohstoffe zu trennen. Für solche Bauwerke hat man mit dem Social Urban Mining in Wien ein eigenes Projekt gestartet. Das heißt, dass Gebäude, die umgebaut oder rückgebaut werden, von Menschen, die ansonsten schwer in Beschäftigung zu bringen sind, so bearbeitet werden, dass man wirklich die Materialien, Kupferdrähte, Bodenbelege, Holzvertäfelungen sortenrein und einzeln aus diesen Gebäuden herausbringen kann, um das, was dann an Material überbleibt, sozusagen wiederzuverwenden und die zurückbleibenden Strukturen optimal abbauen zu können. Das ist also ein Konzept, das sowohl die soziale als auch die ökologische als auch die ökonomische Nachhaltigkeit bedienen kann. Ich denke, wirklich ein Best-Practice-Beispiel. Vielfältig ist die Wiederverwendung von Ziegel. Wenn er Bauwerken wie auf einer Baustelle in Hitzing in der Jagdschlossgasse nicht mehr im Ganzen entnommen werden kann, wird er zu Sand für Tennisplätze zermahlen. Oder er kommt bei Begrünungsprojekten zum Einsatz. Das Tolle am Ziegel, wie man sieht, ist, dass er ein sehr guter Wasserspeicher ist. Das heißt, aus einem Baustoff, der sozusagen aus der Nutzung genommen wird, machen wir einen Baustoff, der wieder in die Nutzung zurückgegeben wird. Dieses Ziegelgranulat wird mittlerweile bei vielen Begrünungsprojekten von neuen Bauvorhaben verwendet. Vor allem bei der Begrünung von Dachterrassen. So zum Beispiel bei einer Wohnhausanlage in der Tivoli-Gasse in Meidling. Du siehst, hier haben wir 30 cm aufgeblasen für die kleineren Pflanzen. Wird sicher schön, wenn es grün ist. Sehr wichtig für die Pflanzen natürlich die Wasserspeicherfähigkeit des Granulats. Der weitere Grund ist, dass wir das Granulat auch als Drainageschicht unter der eigentlichen Pflanzschicht einsetzen können.
Der dritte Grund ist das Gewicht des Ganzen. Man muss natürlich bei den Dächern drauf schauen, dass das nicht zu schwer wird. Und da wird eben gern Ziegelgranulat eingesetzt. Die Nutzung des Ziegelgranulats hat neben dem ökologischen Grund auch einen ökonomischen. Wir haben in Österreich in vielen Orten mit einem alten Regenkanalsystem zu tun. Und das aufzuweiten für neuen Wohnbau, wie wir hier sehen, würde viel Geld kosten. Und Substratlösungen auf Flachdächern etc. ermöglichen sozusagen, mit den Querschnitten der Vergangenheit neue Bauvorhaben aufzuschließen. Wir haben die Möglichkeit, ohne Regenwasserkanäle zu bauen und das Regenwasser den Pflanzen und den Menschen in den Gebäuden wieder zur Verfügung zu stellen. Von uns wird das so angelegt, dass das aufgrund von Abdichtung, Bewässerung und Bepflanzung bzw. der Rundumgestaltung um die Gebäude so angelegt ist, dass man hier von einer lebenslänglichen Außenanlage sprechen kann. Grünraum ist in der Stadt ein besonders kostbares Gut. Bäume tragen zudem wesentlich zur Kühlung von Straßen im Sommer bei. Um zugleich trockene, schlammfreie Wege zu haben und kräftige, schattenspendende Bäume, wurde mit Asphalt und Beton ein System entwickelt, das in Wien in der Seestadt Aspern bereits flächendeckend umgesetzt wurde. Das Schwammstadtprinzip ist eine Möglichkeit, zum Beispiel Gehölze in der Stadt zu setzen, aber nicht die sozusagen versiegelten Flächen, Parkflächen, Gehwege zu verlieren. Das heißt, der Wurzelraum wird unter den Belägen ausgeweitet, die Pflanze hat mehr Wurzelraum. Man kennt diese Thematik, dass die Pflanzen oft ganz ärmlich dahin vegetieren, weil einfach die Wurzelräume in der Stadt zu klein sind. Mit diesem Schwammstadtprinzip kann man dem entgegenwirken, indem man den Wurzelraum unter den Belägen einfach ausweitet und der Pflanze mehr Platz zum Wachsen auch gibt. Ob Begrünungsmaßnahmen, Sanierungen oder Neubauten, minerale Baustoffe sind in einer Großstadt wie Wien nicht wegzudenken. Und durch eine verbesserte Energieeffizienz in der Produktion, ihre regionale Verfügbarkeit und ihre Wiederverwertbarkeit sowie eine Produktpalette, die an die Anforderungen eines ökologischen Bauens angepasst ist, werden sie wohl auch in Zukunft das Stadtbild prägen. Welches Baumaterial ich konkret verwende, wenn ich ein Gebäude errichte, das sollte immer an der zweiten Stelle stehen, sondern es sollte immer sein, okay, was ist mein Zweck des Gebäudes und mit welchen Materialien ist es am besten umzusetzen, jetzt im Sinne der gesamten Energieeffizienz und Emissionseinsparung über die gesamte Lebensdauer. Also wir denken immer wieder über Alternativen nach und wir versuchen, bei jedem Projekt immer den Baustoff einzusetzen, der die besten Eigenschaften für das geplante Objekt hier aufweist. Ja. Und da ist es eindeutig der Beton, weil natürlich sozusagen die Speicherfähigkeit des Betons hier eine Grundvoraussetzung ist, dass überhaupt dieses System funktionieren kann, so wie wir es hier anwenden. Also insofern gab es in diesem Projekt hier keine Alternative dazu. Ja.